So, ihr Lieben, ihr seht, ich habe einen wunderbaren Herrn bei mir und dazu gibt es eine ganz kurze Geschichte. Vor roundabout 10 Jahren sitze ich in Stuttgart im Wissensforum damals und es kamen an dem Tag 7, 8 hervorragende Redner und es waren ganz viele Erfolgsmotivationsredner und Trainer und die Aussagen glichen einander schon so ein Stück weit und dann kam als allerletzter, alle waren schon so emotional, mental abgetötet, kam nochmal einer auf die Bühne, eigentlich wieder scheinbar ein bisschen zum Thema Erfolg. Ich glaube, es hieß, Sieger kennt man am Start, glaube ich, war der Vortrag damals. Verlierer auch, genau. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, naja, was wird jetzt kommen, der 8. oder 9., der wieder ähnliche Sätze in einer anderen Reihenfolge sagt. Und dann kam ein Herr auf die Bühne, der tatsächlich alle anderen Redner innerhalb von 30 Minuten oder was der Vortrag damals war, komplett einmal auf den Kopf gestellt hat. Alle Aussagen, die davor den gesamten Tag immer und immer wieder kamen, in ein anderes Licht gerückt hat und eigentlich ad absurdum geführt hat. Und dieser Herr, der ist heute hier bei mir, bei uns. Herzlich willkommen zum Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass ihr da seid. Heute ist Dieter Lange, unser Gast, ein unglaublich geschätzter Kollege und Redner von mir auch. Erstens, weil er rhetorisch aus meiner Sicht einer der Besten ist, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Aber er ist ein, ich sage das an, das meine ich nicht despektierlich, sondern wirklich positiv, ein wandelndes Philosophie-Sprüche-Lexikon, aber eben nicht nur Sprüche, sondern da steckt auch was dahinter. Ihr werdet es gleich mitkriegen. Dieter zählt zu den gefragtesten Führungskräftetrainern, selber Führungskraft gewesen früher in deutschen Unternehmen, war lange in leitender Position, hat eine Auszeit genommen und ja, die Geschichte, die dann so ein bisschen der Zukunft wird, glaube ich, selber am besten dann erzählen. Heute trainiert er international Führungskräfte, Topmanager, aber ich glaube auch Profisportler, also Leute, alle Leute, die eigentlich so ein bisschen auf der Suche nicht nur noch mehr Leistung, sondern vielleicht auch noch mehr Lebenssinn ein Stück weit sind. Und heute wollen wir uns der Frage mal nähern, wie findet man diesen Lebenssinn, wie erkennt man das, worum es eigentlich wirklich geht und worum geht es denn eigentlich wirklich? Geht es denn wirklich um Erfolg und was ist Erfolg überhaupt? Unabhängig davon möchte ich euch auch sagen, dass ihr bitte bis zum Schluss des Videos dranbleibt, denn Dieter ist nicht nur jemand, der mit Top-Führungskräften arbeitet, sondern auch ihr habt die Möglichkeit, von ihm zu lernen, mit ihm zu arbeiten. Er hat fantastische Seminare, die mich übrigens auch persönlich interessieren. Theta-Seminare heißen die. Dieter wird nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Und es gibt auch für euch die Möglichkeit, vielleicht das ein oder andere Mal ein Stück weit noch ein bisschen günstiger zu bekommen. Aber dafür müsst ihr dranbleiben oder überspringen, je nachdem. Also Dieter, erstmal schön, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit nimmst. Danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, zu deiner Community zu sprechen. Ja, sehr gerne. Du hast ja hier noch einiges vor. Wir sind hier gerade im Schindlerhof. Wir sind ja kurz vor deinem Seminar. Ja, genau. Beginnt heute ein Training, wie führe ich mich selbst. Ja, genau. 3 Tage lang, ne? Zweieinhalb Tage. Ja. Wie viele Leute kommen zu so einem Seminar? Na, wenn es ausgebucht ist, 30. Ja. Ich habe am liebsten nur so um die 20. Okay, das ist eine ideale Gruppe. Aber so gerne es mir leid tut, die sind halt oft ausgebucht. Ja gut, es gibt schlimmere Probleme. Also darüber müssen wir nachher noch ein bisschen sprechen, weil mich das tatsächlich auch interessiert, was bei deinen Seminaren dann auch tatsächlich passiert. Ja, lass uns zuerst mal vielleicht ins Thema einsteigen. Ich habe schon gesagt, du arbeitest viel mit Managern, mit Top-Managern. Mit welcher Frage kommen Top-Manager aus mehr oder weniger der ganzen Welt zu dir? Mit welcher Fragestellung kommen die? Also das ist nicht nur bei Top-Managern so, das ist auch bei Studenten Harvard Business School, St. Gallen oder INSEAD und so weiter, wie die alle heißen. Im Grunde genommen geht es immer darum, aber die Top-Manager drücken es halt am besten aus, jetzt habe ich so viel geopfert für diese Karriere. Ich bin jetzt auch ganz oben. Sag mir mal, warum bin ich immer noch nicht glücklich? Ich habe das alles erreicht, wovon ich immer geträumt habe. Das Haus, die Frau, das Auto, die Reputation, der Titel, das Geld. Ich brauche kein Geld mehr. Warum bin ich immer noch nicht glücklich? Das ist so die Grundfrage, die hinter allem steckt. Die meiste Zeit verstecken Sie die Fragen so von rechts, links, aber ich weiß immer genau, worauf es zusteuert. Okay. Ist die Antwort auf diese Frage denn sehr vielschichtig, weil die Menschen unterschiedlich sind, oder gibt es einen gemeinsamen Nenner? Also der gemeinsame Nenner ist natürlich das, was Glück überhaupt ausmacht. Aber das lernen wir hier nicht. Wir lernen es nicht in der Schule.
Wir lernen es nicht in der Erziehung, in der christlichen Erziehung. Und ich habe das Ganze auch erst richtig durchgeholt, als ich bei den Schamanen, Heiligen dieser Welt unterwegs war. Weil diese Grundfrage, what is happiness, habe ich überall gestellt. Und ob das Buyatna am Baikalsee waren, die Schamanen, ob das Indianer waren, Hopinawachos, ob das in Klöstern in Indien, Nepal oder Ceylon war oder bei Berbern in der Sahara, ich habe immer dieselben Fragen gestellt. Was ist Freiheit, was ist Glück, was ist Reichtum, was ist Erfolg? Und der Lackmustest war, die Antwort muss immer dieselbe sein, sonst sind es keine Heiligen. Und Wunder über Wunder, also gerade was Glück angeht, die Antwort war immer und überall dieselbe. Nämlich? What is happiness war die Frage und die Antwort war, aber da müsste ich ein bisschen ausholen, um es zu erläutern. Happiness is a function of accepting what is. Mhm. Also Glück ist immer eine Frage der Akzeptanz dessen, was ist. Solange wir an unseren Erwartungen, Hoffnungen und Wünschen festhalten, werden wir das natürlich nie erleben. Ja, weil Enttäuschung ist immer das Ergebnis einer falsch angesetzten Erwartung und man kann nur wunschlos glücklich sein. Das hat George Bernard Shaw mal wunderbar dargestellt. Es gibt nur zwei Dramen im Leben, ein erfüllter und ein nicht erfüllter Wunsch. Ein erfüllter Wunsch ist ein Drama, weil wir stehen vor einer Situation, die nennt man Horror Vacui und jetzt was? Weil mit dem Erreichen eines Zieles, was viele ja glauben, was wir, wie es uns ja auch beigebracht wurde hier, du bist happy, wenn du dein Ziel erreicht hast im Leben. Oder was immer an Zielen unterwegs so stattfand. Das stimmt natürlich gar nicht, das wissen wir alle. Weil das Gefühl, das wir haben, wenn wir ein Ziel erreichen, ist Erleichterung. Das Gefühl ist, Gott sei Dank, es war nicht alles umsonst. Und dann gibt es einen kurzen Moment von, wo wir im Hier und Jetzt sind, wo wir nicht in die Zukunft denken, was wir immer tun, wenn das Ziel noch vor uns liegt. Und diese Erleichterung, die lässt ganz, ganz schnell nach, weil wir dann natürlich sofort uns neue Ziele setzen. Und das Leben ist nun mal keine Zielerreichungsstaffel. Und Happiness is a function of accepting what is, muss man sich so vorstellen, solange wir gegen irgendwas sind im Leben, können wir nicht handeln. Also bildlich, wenn du gegen etwas drückst, wie bist du zum Handeln. Und Glück besteht darin, dass wir zunächst einmal akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind, völlig unabhängig davon, wie wir sie gerne hätten. Nochmal, Enttäuschung setzt Erwartung voraus. Wir scheitern also nie daran, wie Dinge im Leben sind. Wir scheitern nur an unseren Ansprüchen. Weil nichts und niemand in diesem Leben hat da irgendeine Bedeutung, bis du und ich kommen und ein Etikett draufkleben. Mhm. Ja? Und das hat Epiktet mal wunderbar dargestellt. Es sind nie die Dinge und Menschen, die uns beunruhigen, sondern die Bedeutung, die wir ihnen geben. Und das verstehen viele Menschen gar nicht. Ja? Dass was immer in ihrem Leben sich ereignet, nicht dasselbe ist wie das, was wir erleben. Und unser Erlebnis wird also durch einen Filter im Kopf, durch den Verstand, natürlich immer in irgendeiner Weise gefärbt. Und kaum sind die Dinge nicht so, wie wir sie gerne hätten, dann fangen wir gleich an zu plärren, kommen mit Rechtfertigungen, Schuldzuweisungen, spielen Opferspiele. Niemand steht uns im Weg, nur wir selbst. Aber das muss man mal lernen und das ist auch ein zentraler Bestandteil des Seminars. Nochmal, Akzeptanz heißt nicht, na dann finde ich es jetzt einfach gut. Akzeptanz ist, in anderen Sprachen Hakuna Matata, c'est la vie. Der Kölner sagt, et gut wird gut. Ecosi, sagt der Italiener. Das ist also dieses Ja-Sagen zu dem, was im Leben passiert. Egal, wie es passiert. Völlig unabhängig davon, ob es meine Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche erfüllt. Und das ist nur der Zwischenschritt, weil wir wollen ja noch in den Vorwärtsgang. Also solange wir gegen etwas sind, Rückwärtsgang im Auto, und in die Vorwärtsgänge wollen, dann müssen wir durch neutral. Also Akzeptanz ist neutral. Das ist einfach nur die Vorbedingung, dass wir die Dinge so nehmen, wie sie sind. Okay. Das ist Happiness. Okay. Ist es etwas, wenn man sich dahin entwickeln will in so einem Prozess, ist es etwas, wo man sagt, das kann ich von heute auf morgen oder wie ist der Prozess dahin? Ist das etwas, was ich rein kognitiv kann, wo ich dann ein Buch lese oder dir im Seminar zuhöre? Also kann ich das alleine in meinem Kopf erzeugen oder brauche ich dafür Erfahrungen? Bestimmt, du bist zu den Heiligen gereist, du bist durch die ganze Welt gereist. Braucht man sowas oder ginge das auch anders? Also ich habe jetzt hier nicht die Zeit, die Übungen zu machen, wie ich im Seminar anwende, weil dann wird es jedem völlig klar. Okay. Aber, und ich selber falle auch noch oft genug ins tiefe Tal der Unbewusstheit. Nur
sich immer wieder vor Augen zu führen, dass wie immer die Situation kommt, sie kommt so, wie sie kommt, völlig unabhängig davon, ob es sie gerne so hätte. Und da gibt es also Möglichkeiten, gerade wenn es in uns wieder hochkocht, zu sagen, also diesen kurzen Moment des Beobachtens, was geht jetzt in mir vor, wieder eine Gelegenheit, heitere Gelassenheit zu üben. Ja? Dieses immer wieder Ja sagen, wenn wir im Stau stehen, wir stehen im Stau, wir können jetzt plärren, solange wir wollen, wir stehen im Stau, wir sind der Stau. Ja? Und solche Situationen immer wieder im Alltag trainieren. Also eine kleine Übung, die ich zum Beispiel mache, ist über die ersten 4, 5 Ereignisse des Tages, wo mein Ego normalerweise sich drüber aufregt. Ich ärgere ja mich, ich beschwere ja mich, ich mache ja mir Sorgen über Situationen, drüber atmen. Und dann kann es passieren, dass ich manchmal schon bis Mittag komme. Okay. Weil ich jede solche Situation, ich zähle dann mit, das war die Nummer 1, das war die Nummer 2 und, und. Okay. Aber nochmal, Happiness ist nur eine Durchgangsstation. Wir haben ja für Glück leider nur diesen einen Begriff, das kommt aus dem mittelhochdeutschen Gelücke, also gelingen, Englisch luck. Also da gibt es im Englischen schon sehr viel treffendere Worte. Luck is when preparation meets opportunity, also wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Dann gibt es Spaß, darüber liegt Freude, dann ist Freude ist ein Götterfunken, das schon lange anhalten. Happiness, wenn wir es richtig anwenden, diese Akzeptanz, lässt einen wirklich das Leben ganz anders erleben. Darüber ist noch Glückseligkeit, Bliss und dann kommen Nirvana, Moksha, Nasori. Also es gibt eigentlich eine Steigerung. Es gibt einen wunderbaren Satz, das ist der erste Satz in Tolstois Anna Karenina. Der schreibt, alle glücklichen Familien auf dieser Erde sind aus demselben Grunde glücklich, weil sie das Leben so nehmen, wie es kommt. Und alle unglücklichen Familien sind aus den verschiedensten Gründen unglücklich, weil sie es ständig anders wollen. Das Glück ist tot, ist immer der Vergleich. Es gibt also auch eine Formel für Unglück. Die wenden vor allen Dingen Deutsche und Schweizer gerne an. Wie immer es kommt, sie hätten es gern lieber besser und anders. Ja? Das Glück ist tot, ist immer der Vergleich. Alle unglücklichen Menschen leben nach dieser Formel, ob sie es merken oder nicht. Wir vergleichen ständig, was ist, mit dem, wie wir es gern hätten. Bums, Unglück. Und in der dritten Welt gibt es viele Menschen, die einfach mehr mit diesem Inshallah, Gottes Wille geschehe, Neti Neti, ne? Es ist nicht dies, es ist nicht das, im Hinduismus in der Vedanta, die das einfach wirklich akzeptieren. Bitte Akzeptanz nicht falsch verstehen, das ist nicht leck mich oder Kismet oder mir doch egal. Nein, nein, es ist einfach ein klares Ja zu der Situation, wie sie ist, unabhängig davon, wie ich sie gerne anders hätte. Also das war jetzt mal ein bisschen ausführlicher. Ja, ja, ist wunderbar. Ist das auch eine Entwicklung, die du siehst? Ich meine, gerade in den Ländern in der dritten Welt gibt es ja auch teilweise gar nicht so viele Möglichkeiten, bestimmte Situationen zu verändern. Die müssen damit klarkommen. Hier gibt es ja, völlig klar, gibt's ja viele Möglichkeiten, völlig Dinge klar zu verändern. Und deswegen kommst du ja nie irgendwo an einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt passt. Ja. Die Reizüberflutung von Social Media führt natürlich dazu, dass viele Menschen permanent unglücklich sind, weil sie ständig im Vergleich sind, weil so viele Optionen da sind, die sie dann wieder nicht gewählt haben. Also ich erlebe gerade auch unter jüngeren Leuten extreme Unzufriedenheit im Leben. Das zeigen die nicht, aber wenn man ein bisschen tiefer in sie eindringt, dann kommt das daraus. Okay, interessant. Welche Rolle spielt für dich dann in deinem Leben das Thema Spiritualität? Ja, es spielt eine sehr große Rolle, weil wir leben in 7 Jahresschritten. Und also die Phase von 7 bis 14 ist eine andere als in der Adoleszenz, Pubertät 14 bis 21. Wieder neue Forderungen stehen an zwischen 21 und 28. Dann kommt die Rush-Hour des Lebens bis 35. Dann 42 bis 49 ist eine ganz gefährliche Zeit, vor allem bei Frauen. Dann kommen die Wechseljahre, wo wir wechseln auf die andere Seite mit 49. Dann beginnt der Rückweg, also es geht dann immer von Gewusst zu Bewusst, von Wissen zu Weisheit. Und die erste Hälfte ist die materielle Welt, die der spirituellen, der polaren entgegensteht. Da orientieren wir uns an der Mater, der Mutter, das Glück kommt von draußen. Ja, als kleines Kind gewöhnen wir uns daran, wenn ich glücklich sein will, dafür sind andere Menschen zuständig. Kommt alles von Mama. So, dann als Kinder heranwachsen, lernen wir, ja, da musst du jetzt schon selbst drum kämpfen. Ne? Aber es bleibt der Aspekt,
Glück kommt immer von draußen. Ich muss mich nur bemühen, ich muss erfolgreich sein, so wie die meisten Erfolg verstehen. Das hat natürlich mit Zielerreichung alles überhaupt nichts zu tun. Aber wir kämpfen um Reichtum in der äußeren Welt. Und die spirituelle Welt erkennt, nur Sucher suchen draußen, Finder finden. Und das ist diese Gelassenheit, die irgendwann kommt, wenn du dich mit Spirituellen beschäftigst, dass du einfach solche Trips durchschaust. Ein Trip ist kein Weg. Und dann dich auf den spirituellen Weg machst. Das ist eine ganz andere Haltung dem Leben gegenüber. Das heißt, also Ziele erreichen und Spiritualität schließt sich nicht aus? Nicht zwingend. Ziele setzen ja die Handlungen in Gang. Aber die Art, wie du dieses Ziel erreichst, nämlich spielerisch, heiter, gelassen und vor allen Dingen spontan, ist die spirituelle Welt. Intuitiv ist etwas völlig anderes als zielgerichtet kämpfen. Kampf führt immer zu Krampf. Darum sagt Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt. Ehrgeiz ist eine sehr fatale Eigenschaft. Und viele bringen ja leider bei, du musst das Zielbild im Kopf haben, du musst dich fokussieren und so weiter. Ja, aber Leben ist, wo du noch nicht warst. Und wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir anstreben, sondern für alles, was wir rechts, links haben liegen lassen. Ne? So, und da ist der intuitive Ansatz viel ganzheitlicher. So, und je früher man so etwas lernt, je früher man, ich bin immer ganz begeistert, wenn auch Studenten in meinem Täterseminar sind, zum Teil, weil die Väter die schicken, nach dem Motto, du holst dir gleich mal meine Tochter, meinen Sohn, bevor die versaut sind. Die müssen nicht erst durch dieses tiefe Tal gehen wie ich. Wie junge Menschen das extrem gerne aufnehmen. Okay. Wie sieht denn dein spiritueller Weg oder dein Alltag aus? Wie lebst du deine Art von Spiritualität in deinem Alltag? Also Atmen haben wir schon gehört, bis zur Mittagspause kommst du schon mal mit Atmen durch. Ja, das sind, also ich lebe mein Leben mit vielen Ritualen. Ja. Dazu gehört natürlich Meditation, dazu gehört Schweigen für mindestens 1-2 Stunden jeden Tag, wo ich überhaupt nicht rede. Okay. Mein Frühstück dauert gut 3 Stunden. Ach. Ja, in der Zeit lese ich viel. Ne? Das ist, ich nehme mir dabei sehr, sehr viel Zeit. Und ansonsten hat es durchaus damit zu tun, dass das, was immer man tut, mit ganzem Herzen tut. Also im Zen gibt es die wunderbare Formulierung, wenn ich esse, esse ich, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich stehe, stehe ich. Die meisten Menschen machen alles gleichzeitig. Ja. Ne? Und das ist schon eine Form von Bewusstheit bei allem, was man tut. Das führt zu einer enormen Gelassenheit. Ich empfehle immer eine heiter, gelassene Grundhaltung. Du sagst, du meditierst, das stelle ich mir also auch als tägliche Praxis praktisch vor. Ja, ist aber unabhängig von dieser Schweigezeit. Das ist also zusätzlich was? Oder? Ja, das ist eine regelrechte Tiefenmeditation. Ja. Okay. Du hast damals diese, ich glaube, es war eine 2-jährige Reise zu den ganzen Weisen dieser Welt gemacht. Hast du da bis heute noch Kontakt oder ist das nicht auch was, ich stelle mir das vor, wenn man in so eine Welt mal eintaucht und da auch so, sage ich jetzt mal, so ankommt, wie du das, glaube ich, auch bist und du hast ja unglaublich viel mitgenommen, hat man da nicht eine Sehnsucht, auch manchmal wieder zurückzukehren? Zurückkehren dorthin? Ja. Ja, ich gehe auch heute noch in Klöster. Okay. Ich war jetzt in Kloster Athos. Okay. Ne, bin ich also in 4 Klöstern gewesen, du wanderst dort auf dieser Halbinsel, da dürfen ja nur Männer hin, da musst du ja richtig bewerben, dass du überhaupt hin darfst. Okay. Und da steigst du natürlich wieder ein in diese ganzen Schweigeretreats und so weiter. Ich war jetzt in Münster-Schwarzach, ich war im Benediktushof, da im Zen-Garten. Ich suche das ständig, finde es allerdings auch in der Natur. Mhm. Also ich muss jetzt nicht zwingend immer noch in Klöster gehen und die Klösteraufenthalte sind jetzt kürzer. Mhm. Aber du hast recht, ja, ich suche das immer wieder. Aber tagtäglich schweigendes Gehen in der Natur, das ist schon ähnlich. Also da ist auf keinen Fall ein Handy dabei oder sowas, da bist du wirklich komplett isoliert für dich? Na, auf keinen Fall, also E-Mails beantworte ich maximal 2-mal am Tag. Mhm. Ne? Weil das ist, die Amerikaner nennen Smartphones und mit Computern sich beschäftigen Mindfuck, zerebrale Onanie. Ne? So, und da bist du natürlich permanent mit dem Verstand dabei. Das heißt, die Intuition kommt gar nicht mehr durch. Einstein hat es mal wunderbar gesagt, die Intuition ist eine göttliche Gabe, der Verstand ist ihr vernünftiger, rationaler Diener. Leider haben wir den Diener auf den Thron gehoben
und unsere göttliche Gabe vernachlässigt. So ist das leider bei den meisten Menschen. Nicht? Und darum gilt es, das natürlich wieder in sich zu finden. Du hast vorhin so einen Nebensatz gesagt, du fällst manchmal selber noch in das, wie hast du das gesagt, das tiefe Tal der Unbewusstheit. Ja, natürlich, auf der Autobahn. Okay, wenn also bei ganz normalen. Quer kommt, völlig alltägliche Dinge und hinterher erwische ich mich, was war das jetzt wieder? Ja. Ja? Also im Verstand läuft ja ein Reizreaktionsmechanismus, auf einen bestimmten Reiz folgt eine bestimmte Reaktion, wir haben auch gar keine Wahl. Und in diesem, ist quasi Leben auf Autopilot, in diesem Modus erlebe ich mich auch immer wieder. Nur werden zum Glück die Lücken immer größer, weil ich in diesem Status, im Zen-Buddhismus macht man das Presence Awareness, Choiceless Awareness, des Beobachters, der ohne jede Wertung einfach das Leben beobachtet. Diese Lücken, in denen ich dann bewusst bin, die werden halt immer größer. Hast du für dich selber auch noch gezielte Menschen, zu denen du gehst, also Mentoren in Anführungszeichen? Ja, 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 okay. Ja, ja, doch, doch. Okay. Ja, ja, diesen Kontakt suche ich nach wie vor. Ja. Okay. Und obwohl du dich schon so tiefsinnig auch mit allem beschäftigt hast, findest du für dich da auch immer noch neue Antworten. Es hört nie auf praktisch, oder? Auch du bist da immer noch jemand, der sagt, okay, das war jetzt ein Eye-Opener für mich? Ja, natürlich. Weil selbst der Dalai Lama auf die Frage, ob er von irgendwem noch was lernen kann, antwortet ja. Von der chinesischen Regierung. Weil damit ist er nicht ausgesöhnt. Okay. Ja? Und gar keine Frage, da gibt es für mich noch Lernmöglichkeiten ohne Ende. Ja? Okay. Täglich. Okay. Ich stelle mir das sehr kompliziert vor in Bezug auf dein Leben. Ne? Wir sind in der gleichen Branche. Gut, jetzt momentan noch mal ein bisschen eine Auszeit mit Corona. Aber wie lebst du sowas in dieser hektischen Welt? Du bist unglaublich viel gebucht. Ich weiß nicht, wie viele Tage du im Jahr unterwegs bist. Das ist vielleicht auch eine Anspruchsfrage. Limitierst du das, damit du deinen Rhythmus beibehalten kannst? Ja, ich limitiere es auf eine bestimmte Tageszahl im Jahr. Nehme auch nicht jeden Auftrag an, weil ich fühle dann so ein bisschen hier hinein, ob ich diesen Menschen A, etwas geben kann und ob das nicht eventuell Energie ist, die ich, wo ich abgesaugt werde. Es gibt enorm viele Energieräuber. Ne? Entschuldigung, aber diese Täterseminare, diese offenen Seminare, wo immer andere Menschen sitzen, also keine Firmenseminare, wo du bestimmte Dinge schon deutlich spürst, wohin es geht, die offenen Seminare mache ich mit Begeisterung. Ja. Okay. Was war denn eine echt große Niederlage mal von dir, wo du sagst, aus der Niederlage hast du für dich am meisten gelernt in deinem Leben, die hat dich am meisten weitergebracht vielleicht auch? Also da gab es natürlich nicht nur eine, ja, sondern also da, wo ich mich im Nachhinein erlebt habe, als viel zu stur, viel zu rechthaberisch, viel zu kämpferisch, vielleicht auch Menschen verletzt habe. Das gab es sicherlich. Ne? Schon als Jugendlicher mit den Eltern, dann natürlich in der Partnerschaft, in Partnerschaften, die ich hatte. Na, also, ich würde mal sagen, passiert immer wieder, keine Frage. Nur, es ist auch so, dass da niemand weiß, was falsch und richtig ist. Mhm. Ja? Waren oft die Niederlagen die Auffahrten zum nächsten Erfolg. Das griechische Wort Katastrophos heißt Umkehrpunkt. Also da, wo ich mich als in einer Niederlage empfand, war genau das oft die Auffahrt zu einem großen Erfolg. Ich war also, früher war ich ja Marketingmanager, unter anderem bei Kolkata Palmolive, dann auch bei Remsmar. Ich sollte also nikotinfreie Zigaretten entwickeln, ganz großer Markt. Dann haben sie den Marketingchef von West und R6 Attica rausgeschmissen und bumps, saß ich auf dem Posten. Das war für einen 21er natürlich faszinierend. Models in Paris aussuchen, Shooting in Zermatt und Hawaii, aber ich bin kein Raucher. Ja, so. Und dann spürst du tief innerlich natürlich irgendwann, das ist doch nicht meine Welt. Und dann fand dort mal ein Seminar statt, von dem, den ich auch heute meinen Meister nenne. Der praktiziert selber nicht mehr, aber wir haben noch wundervollen Kontakt. Und dann braucht er jemanden, der ihn zum Flughafen fährt. Und ich war so begeistert von dem Seminar, dass ich auf dem Weg zum Flughafen gesagt habe, pass auf, ich mache 3 Dinge, ich kündige, fahre noch durch die Welt und wenn ich wiederkomme, möchte ich das machen, was du machst. Und Wunder über Wunder, genauso kam es auch. Ja? Dass also aus der Niederlage, wo bist du hier gelandet bei dieser Firma, das geworden ist. Also von daher sehe ich Niederlagen immer
gemäß Polaritätsgesetz nichts ist, ohne sein Gegenteil war. Ne? Eine Chance zum Besseren. Ja, ja, ja. Das chinesische Wort für Krise ist Xi, also Chance und Krise. Dasselbe Wort für dasselbe Phänomen. Mhm. So wie Katastrophos im Griechischen Umkehrpunkt heißt, das ist ein Umkehrpunkt, das ist ein Umkehrpunkt. Mhm. Wie ist dein Blick auf die Wirtschaft? Du bist schon ganz lange jetzt auch in der Wirtschaft unterwegs. Wie siehst du denn? Ich meine, man sieht sich ja manchmal auch selber vielleicht so ein bisschen. Ne? Da sitzen junge Männer, junge Frauen, die vielleicht eigentlich im falschen Element sind, wie so ein Delfin im Karpfenteich. Mhm. Hast du manchmal auch das Gefühl, das verändert sich? Also ich merke zum Beispiel, ich kann heute in Unternehmen, auch in bestimmten Branchen, über Themen sprechen. Da hättest du vor 10 Jahren, wärst du noch im Seminarraum auf den Scheiterhaufen geworfen worden. Geht dir das ähnlich? Ja, also subversiv war ich immer unterwegs. Mhm. Ja, es war immer eine selektive Gruppe, die darauf dann allerdings extrem abfuhr. Also zum Glück auch Eigner, große Firmenlenker. Mhm. Ich kenne, würde man behaupten, die Hälfte der deutschen Milliardäre. Okay. Und das polarisiert aber extrem. Nicht? Es gab tatsächlich Leute, die wollten davon überhaupt nicht wissen. Ne? Also wenn ich referiere zu einem Thema, das Erfolg traurig macht, so wie die meisten das verstehen, wer will sowas hören? Ne? Aber ich beweise es ja auch und zeige denen ja auch, dass ihr Leben so aussieht, wie es aussieht, genau weil sie diese falsche Einstellung haben. Was jetzt zunehmend kommt, was ich aber auch schon seit langer Zeit mache, ist das Thema Purpose. Mhm. Ne? Das nenne ich Kontext-Workshop, nicht den Content, den Kontext. Wir haben ja die Säulen des Tempels, das sind die Ziele im Unternehmen. Ziele haben immer Ort, Zeit und Form, dafür sind Manager zuständig. Der Leader, das ist der Balken im Tempel, der alles verbindet, ne, der also das Ganze koordiniert. Und oben drüber ist das Dach des Tempels, das ist der Manager kümmert sich um das Wie machen wir es, der Leader um das Was machen wir hier und der Unternehmer über das Warum. Und dann füge ich noch hinzu, das Woher komme ich eigentlich von meiner Grundhaltung, auf welche Frage bin ich eigentlich die Antwort. Das ist eine zielführende Frage in all meinen Leadership-Workshops, weil die Leute es nicht beantworten können. Die meisten können auch noch nicht mal beantworten, worum es in der Firma überhaupt geht, was das Unternehmensziel ist. Die kennen die Ziele im Unternehmen, aber nicht das Unternehmensziel. Und wenn du dann noch fragst, wer ist das Produkt eurer Firma, das Produkt hinter dem Produkt, ja, also eine Frau kauft keinen Lippenstift, die kauft Schönheit Hoffnung. Bei Wella geht es nicht um haarfestiger Tönungen und Shampoos. Es geht um das Gefühl, wenn du den Frisiersalon verlässt. Darum, das haben wir damals erarbeitet, heißt das heute Bella-Perfectly You. So, das sind also ein paar Grundfragen, die ich stelle und die heute mit Purpose umschrieben werden. Ja, die Sinnhaftigkeit des Tuns. Junge Leute gehen heute zu Firmen unter 4 Voraussetzungen. Wie ist die Weiterbildung in der Firma? Bin ich am Markt noch gängig? Wenn die Firma mich nicht weiterbildet, bin ich nach 4 Jahren für diesen Markt nicht mehr gängig. Ja. Dann, was ist die Sinnhaftigkeit des Tuns? Wer heute Leistung will, muss Sinn bieten. Danach fragen Firmen heute viel, gab es früher gar nicht. Wie ist das soziokulturelle Umfeld? Das heißt, wie geht man mit Menschen dort um in dieser Firma? Und das vierte ist, welchen Freiraum lässt man hier? Ja? So, das spitzt sich immer mehr zu, diese Thematik, die in dieser Form explizit es so früher nicht gegeben. Du hast gerade gesagt, du kennst so gefühlt so die Hälfte aller deutschen Milliardäre. Die Gemeinsamkeit zwischen diesen Menschen ist wahrscheinlich, dass die meisten tatsächlich eben auf der Suche nach mehr, also nach mehr Gefühl, nach mehr Glück sind. Gibt es noch eine Gemeinsamkeit, die du entdecken kannst zwischen denen? Sie sind ihrer Firma natürlich, sie sind nicht nur identifiziert damit, man merkt es auch, sie sind ihr auch ausgeliefert. Ne? Das führe ich denen dann oft auch ein bisschen vor Augen. Das, was ich eingangs schon sagte, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir getan haben, wir sind auch verantwortlich für alles, was wir nicht getan haben. Und, was viele gar nicht wissen, diese Menschen treiben unfassbare Ängste um. Wir haben ja 4-mal so viel Angst, etwas zu verlieren, als etwas neu dazu zu gewinnen. Du hörst ja und liest in der Presse immer nur Umsatzsteigerung und den nächsten Marktanteil und noch 1 Milliarde und so. Das, okay, ja, beschäftigen Sie sich auch damit. Aber im Einzelcoaching, wenn wir zusammensitzen, geht es um diese massiven Ängste, das wieder verlieren zu können. Das, um nur ein Beispiel zu geben, wenn du 2 Affen hast und gibst jedem Apfel, sind die happy, beide Affen, am Apfel. Jetzt gibst du dem 2. Affen noch einen Apfel. So, der ist übrigens jetzt nicht noch viel glücklicher. Apfel ist Apfel. Wenn du dem jetzt aber den Apfel wieder wegnimmst
hast du folgendes Phänomen. Der eine, der nur einen Apfel hatte, ist immer noch happy. Der ist tief unglücklich, weil er einen Apfel verloren hat. Er hat auch genauso viele Apfel wie der erste. So, und das ist ungefähr das Phänomen, das ich beobachte. Menschen haben viel mehr Angst, etwas... Die Angst, etwas zu verlieren, ist größer als die Freude am Zugewinnen. Das ist phänomenal. Wenn junge Menschen jetzt auf dich zukämen und sagen würde, ich habe trotzdem auch das Ziel oder eines meiner Ziele im Leben ist zum Beispiel, weiß ich nicht, Millionär zu werden. Wäre das jetzt ein Ziel, wo du sagst, kannst du machen oder würdest du eher abraten davon? Na, ich würde erst mal fragen, und welche Erfahrung willst du damit machen? So, dann stocken die schon. Ja. Ich will immer wissen, wenn das dein Ziel ist, welche Erfahrung willst du damit machen? Wo wird es dich hinbringen? Ja? Und was tust du, wenn du die Million hast? Weil das Irre ist, wo immer du stehst, ist der Horizont ein Stück weiter. Ne? Aber ich würde jemandem niemals so ein Ziel ausreden. Auf keinen Fall. Ich zeige ihm nur, welche Konsequenzen es auf dem Weg dorthin gibt und welche Konsequenzen es geben wird, wenn er dort ist. Und dann werden einige sehr nachdenklich. Ja, okay. Was ist denn aus deiner Sicht so einer der am meisten unterschätzten Faktoren für ein erfolgreiches, aber vor allem auch für ein erfülltes Leben? Was unterschätzen die Leute? Wofür haben sie gar kein Bewusstsein? Also, das sind mehrere Dinge. Ja? Solange du in dir selber nicht zu Hause bist, bist du da draußen nirgendwo zu Hause. Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, was innen, das ist außen. Kennen wir als den Satz, was nützt es, wenn ich die Welt gewinne, doch meine Seele Schaden nimmt. Ja? Also wir durchlaufen mehrere Etappen auf unserem Lebensweg. Der erste ist, wir wollen Sicherheit. Mhm. Wenn das gegeben ist, suchen wir, Wunder über Wunder, Unsicherheit. Mhm. Ja? Weil das Leben wird langweilig, dann brauchen wir Risiko. Wenn auch das für uns gegeben ist, suchen wir Signifikanz. Wir wollen jetzt jemand ganz Besonderes sein, wir wollen herausstechen. So, und da bleiben die meisten Menschen hängen, weil das dritte Wort, das Kinder lernen nach Mama und Papa, ist mehr. Noch ein Lolli, noch eine Million, noch ein Titel und so weiter. Noch signifikanter, noch mehr herausstechen und. Und einige erkennen, das kann nicht alles gewesen sein. Die Raupe muss mal zum Schmetterling werden. Weil das ist, wozu sie angetreten ist. Das bedeutet aber, die Reise nach außen, in Goethes Worten, solange die Reise nach außen nicht auch eine nach innen wird, ist der Durst nie gestillt. Und das ist, was die meisten verpassen. Sie reisen heftig, oft sehr erfolgreich nach außen, verlieren sich aber total. Deswegen sind die darauf folgenden Stufen, also auf den ersten drei Stufen ist das Motiv, das dich durchs Leben treibt, Angst. Angst, nicht sicher zu sein. Angst, das Leben ist langweilig. Angst, ich bedeute nicht genug. Das unterschätzen viele. Das Motiv, das sie streben lässt, ist fast immer nur Angst. Und das zweite Motiv ist Liebe. Das sind die beiden Treiber in unserem Leben. Was immer wir tun, tun wir aus Angst oder Liebe. Und auf den höheren Ebenen, 4, 5, 6, geht es jetzt um eine Transformation, gehabt zu haben, befreit vom Haben müssen. Es geht also nicht darum, diese Dinge nie gehabt zu haben. Weil es hilft dir, wenn du das alles hattest, die Million, den Porsche, den Titel, dass du erkennst, hey, das war's nicht. Und dann geht es auf der vierten Ebene um inneres Wachstum, auf der fünften Contribution, also dass du einen Beitrag leistest zu einer Welt, in der du leben möchtest, geben ist nun mal seliger denn nehmen. Und die letzte Ebene ist Human Being, dass du das Menschsein verwirklichst, den Sinn des Lebens findest. Das ist dann auf den unteren drei Ebenen die Selbstverwirklichung und da geht es um Liebe. So, ich führe Menschen durch diese Ebenen durch, ja, damit sie nicht auf einer stehen bleiben. Weil sie spüren immer, da muss mehr sein, nicht nur mit dem quantitativ, sondern eben mehr, nach was du fragtest, gelungeneres Leben, innerer Reichtum. Ne? Das heißt, die Menschen stehen auf einer dieser Stufen sozusagen. Ja, jeder in seiner Entwicklung. Und meistens sind die Leute da in eine Sackgasse geraten und wollen wissen nicht, wie der nächste Schritt ist. Wollen manche Menschen Stufen überspringen? Das ist mein Gefühl. Ja, wollen sie, bringt aber nichts. Mhm. Ja? Nochmal, gehabt zu haben, befreit vom Haben müssen. Du musst durch die Erfahrung durchgegangen sein, dass, darum sagt Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt. Dass das, was du erstrebt hast, dir am Ende des Tages die Erfüllung nicht gebracht hat. Gut, dazu musst du jetzt nicht alles erreichen, sozusagen in materieller Welt, sondern irgendwann zwischendurch, ich habe das ja auch mit 30 begriffen, ne? Du wurdest ja damals noch jedes Jahr befördert. Ich war
also es hieß so jüngster Hauptmarkenleiter Deutschlands. Und jetzt gab es nur noch Direktor und Vorstand und ich hatte noch 35 Arbeitsjahre vor mir. So, da bin ich, ich war, wenn man so will, klassischer Aussteiger. Mhm. Nein, man begreift irgendwann schon, das kann es nicht alles gewesen sein. Okay. Gibt es denn für dich einen Satz, einen Schlüsselsatz, der dein Leben komplett geprägt oder verändert hat, der eine Initialzündung war, der wirklich dein Denken, sag ich mal, so elementar verändert hat, dass sich auch das Leben in der Folge verändert hat? War das eine Kernerkenntnis oder kam das so nach und nach? Also es gibt viele und zwei, die ich nie verstanden habe, aber irgendwann sickert das durch, dann verstehst du es. Everything is perfect as it is. Ja, da fangen ja gleich 92 Beispiele an, wie Mulmenma. Ja, da gibt es Corona, da gibt es Trump, da gibt es Klimawandel und so weiter. Ne? Ja. Aber wenn du diesen Satz wirklich mal durchgeholt hast, ne? Es war schon immer so auf dieser Erde. Ne? Wir haben jetzt nicht die Zeit, dass ich da tiefer einsteige. Der zweite ist, als mir jemand sagte, willst du wissen, wie du immer bekommst, was du willst? Die magische Formel. Habe ich natürlich gesagt, klar. So, und sie lautet, choose what you get and you always got what you chose. Also wähle mal bewusst, was du gerade bekommst vom Leben und du bekommst immer das, was du gewählt hast. Das ist wieder Akzeptanz. Sag ja zu dem, was das Leben in diesem Moment bietet. Muss ja nicht so bleiben. Ja? Das ist für mich so ein Satz, wie du ihn gerade beschrieben hast. Okay. Und das führt zu einer unfassbaren Gelassenheit, zu Zufriedenheit, Peace of Mind. Ne? Glück ist ja der Körper ohne Schmerz, der Geist ohne Verwirrung. Ne? Du kannst ja nicht glücklich sein, wenn du Schmerzen hast. Ne? Ja. Aber und wenn der Geist total verwirrt ist, wenn dir ewig lauter Probleme durch den Kopf schießen, wenn das beides nicht da ist, dann spürst du ja dieses unfassbare Gefühl von Selbstvertrauen, Selbstzufriedenheit, Selbstverwirklichung. Und da führen wir hin in diesem Täterseminar. Ne? Das könnt ihr auf der Website euch einfach mal anschauen, die Inhalte, TETA1, bei Dieter Lange auf der Website und unter dem Codewort, sagen wir Steffen? Gerne. Wenn ihr das Codewort Steffen nennt, dann gibt es das Ganze 150 Euro günstiger. Sehr gut, also dicke Empfehlung auch von meiner Seite aus. Vielleicht sehen wir uns das, ich glaube, ich komme auch mal vorbei. Ja, viele deiner Kollegen. Ja, ich glaube, Tobi Beck war auch mal bei dir. Viele der Speaker kommen irgendwann, weil du, alle wie du schon sagtest, ich erzähle ja oft, Freunde, was ihr da von euch gebt, das kann man auch völlig anders sehen. Ne? Und dann werden die neugierig. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin in meinem Leben gerade an einem Punkt, ich muss irgendwie raus, es wird mir alles zu viel, ich habe in der Partnerschaft Probleme, ich habe im Beruf Probleme, ich weiß auch nicht so recht. Ich habe vielleicht auch finanziell gar nicht so viele Möglichkeiten jetzt, unabhängig davon, dass die Person natürlich jetzt auf dein Seminar spart und trotzdem kommt. Was würdest du denn ansonsten empfehlen? Was wäre der erste Schritt für einen Menschen, der aus diesem Strudel rauskommen möchte? Also der Dreiteiler lautet Stop, Look, Choose. Also halt einfach mal an. Ja? Halt einfach mal an. Geh mal eine Woche oder so in ein Retreat oder sei ganz für dich allein. Aber spring mal von diesem Rollercoaster runter des Lebens. Ne? Ja. So, schau mal ganz genau hin. Stopp. So, und dann, wie gesagt, look. Schau ganz genau, ist das wirklich dein Leben? Und dann wähle mal, auf welche Frage will ich eigentlich die Antwort sein in diesem Leben? Die meisten können das übrigens nicht beantworten. Und das Zweite, gut, das machen wir jetzt in diesem Täterseminar, aber ich sage es trotzdem mal, ohne jetzt zu erläutern, wie man da hinkommt. Wir kennen alle die Ziele in unserem Leben. Ein Ziel hat immer Ort, Zeit und Form. Ist also messbar. Das sind, nenne ich so, die Kapitel im Buch unseres Lebens. Aber sobald du jemanden fragst, also die Ziele zählen die dann auf, ich will dies und das und jenes, sobald du dann fragst, wenn das die Kapitel sind im Buch, wie heißt der Titel des Buches? Blank. Da kommt nichts. Ja? Weil darüber haben die meisten noch keine 2 Minuten nachgedacht. Wie heißt der Nordstern? Das ist ein anderes Wort dafür. Ja? Oder worum soll es in meinem Leben eigentlich gehen? Das können die meisten Menschen nicht beantworten, übrigens auch Ältere nicht. Ja? So, ich mache ja viele Einzelcoachings auch, ne? Und dann erarbeiten wir das natürlich. Es gibt einen bestimmten Weg, wie man dorthin kommt. Aber das ist das, was in der Regel den meisten Menschen fehlt. Grenzen wir es negativ ab. Es gibt im Amerikanischen wunderbaren Satz, people don't know what they like, but they like what they know.
Menschen wissen einfach gar nicht, was sie wollen, aber sie wollen immer das, was sie schon kennen. So, und dann sind die natürlich auf einer Autostraße der Langeweile. Die hängen auf Gleisen fest und das Gefühl spüren viele und wollen endlich mal von diesem Gleis runter. Wenn du sagst, also Stop war das erste, Vocal Retreat, das heißt, es ist eben nicht nur ein Tag mal weniger machen, sondern du sagst, längerer Zeitraum, eine Woche wäre gut. Was sagst du jetzt der Mutter alleinerziehend mit zwei Kindern, das klassische Beispiel, die sagt, wie soll ich das machen? Ja, die kann auch stundenweise am Tag mal Zeit ganz für sich nehmen, eine Auszeit nehmen, im Grunde ist es eine Auszeit. Ja. Und dann ohne jede Ablenkung einfach sich mal hinsetzen, Gedanken wie auf einer Leinwand vorbeiziehen lassen. Die Kunst ist dann an diesem Punkt Monotonie zu erleben. Also Tonus ist die Spannung, der Kopf ist immer unter Spannung. Ja? Erkenntnisfähigkeit setzt einen Gegenpol voraus. Wir sind in permanenter Spannung. Wir können nichts erkennen ohne Gegenpol. Und dieses Agitiertsein, was ja gerade durch die digitale Welt noch leider viel schlimmer geworden ist. Die digitale Welt kannst du nicht hören, schmecken, sehen, fühlen, tasten. So, viele Menschen begeben sich tagtäglich für Stunden in eine Welt, die sie gar nicht erleben können. Ja. Und das belastet das Gehirn unfassbar. So, und das alles mal zur Seite legen. Diese Kontrasteformen zu suchen. Ja, diese, also wenn der Tonus aufhört, ja, ist ja Monotonus. Ja. Also in einen Sonnenuntergang gucken ist monoton übers Meer. Verschneite Berge, in der Wüste sein, wandern, joggen, Fahrradfahren, ist ja monoton. Also irgendwas suchen, was monoton ist, gregorianische Choräle zum Beispiel. In allen Meditationen geht es um Monotonie, im Kloster geht es immer um Monotonie. Achtung, nicht Langeweile, Monotonus. Und das kann auch die alleinerziehende Mutter zumindest stundenweise sich diesen Moment tiefer innerer Monotonie mal zu gönnen. Die meisten halten das erstmal gar nicht aus, weil es ist ein Phänomen, das nennen wir in der Psychologie Horror Vacui, der Horror der Leere. Du stürzt ja tiefe Leere. Ja. Ja, die Gedanken wollen ja immer, dass du dies und das und jenes tust. So, und jetzt sagst du ganz bewusst deinem Verstand sozusagen, ich brauche dich gerade nicht. Ja? Und das ist für viele furchtbar ungewohnt. Okay, vielleicht so schön langsam Richtung Abschluss noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ja. Auch, was sind denn deine persönlichen Ziele jetzt noch? Wo geht es denn für dich persönlich hin? Also natürlich ist das Vertiefen dieser Bewusstheit. Der Titel meines Buches lautet Bewusstseinsentwicklung, schreibe ich in 5 Worten. Entwicklung, weil wir so verwickelt sind, in Liebe, Freiheit und Abenteuer. Ja, also alles, was ich tue, ist diesem Nordstern gewidmet. Die Automarken, die ich fahre, die Hobbys, die ich habe, die Art, wie das Haus gebaut ist, die Art, wie ich reise und natürlich auch, wie gesagt, was die Bewusstseinsentwicklung angeht. Das heißt, aktuell reise ich in Länder, von denen ich glaube, dass man da in 3-4 Jahren gar nicht mehr hinfahren braucht, weil das alles versaut, weil das Geld hinkommt. Also sobald in Kuba Sheraton und McDonald's sind, brauchst du nicht mehr hinfahren. Ja. Ja. Kambodscha, Laos war ich gerade im Dschungel oben an der chinesischen Grenze, 5-6 Stunden durch den Dschungel auf Wahnsinnsfaden gegangen. Da kommst du noch in Dörfer, wo Menschen völlig, völlig frei leben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, so etwas. Das sind phänomenale Erlebnisse, die ich da habe. Nicht? Auch wenn ich in die Wüste gehe. So etwas suche ich also sehr, sehr intensiv, also nicht nur in Büchern, sondern auch im direkten Erfassen, im direkten Erleben. Und ich glaube, diese Reise endet nie. Okay. Was war eine deiner besten Investitionen oder vielleicht die beste Investition deines Lebens, die weniger als 100 Euro gekostet hat? ganz bestimmte Bücher. Aha. Ich habe Bücher im Schrank, die haben, weiß ich nicht, 19,90 Euro gekostet, 38 Euro und so weiter. Wenn ich dieses Buch nicht hätte, es gibt Bücher, ich habe mir das mal so überlegt, man hat manchmal so komische Gedanken, da würde ich 10.000 Euro für bezahlen, dass ich das Buch lesen kann. Welches Buch wäre das Wichtigste? Oder was, also die Wichtigsten sind ja die Großen, also die Bhagavad Gita natürlich, den Tao Te Ching von Lao Tse, die Bibel, das Neue Testament, nicht das Alte, das Neue Testament, das Dhammapada von Buddha natürlich, um nun mal so die Must-Haves zu erwähnen.
aber dann auch sehr viele Bücher wie Khalil Gibran, den Propheten zum Beispiel. Für das Buch würde ich Tausende ausgeben. Dafür, dass ich die Erkenntnisse von dem Mann, auch von Eckhart Tolle zum Beispiel, dass ich das haben dürfte. Also ich würde das wirklich so beantworten. Die größte Investition unter 100 Euro stecken ganz sicher in Büchern. Okay. Du hast gesagt, wir tun die Dinge entweder aus Angst oder aus Liebe. Das sind die zwei. Was immer wir tun. Genau. Es hat nur dies oder das. Wichtig ist es aber wahrscheinlich trotzdem, auf jeder Lebensstufe trotzdem auch, sich seiner Angst immer wieder auch zu stellen, Ängste zu überwinden. Bist du heute noch an Punkten, wo du Angst manchmal überwinden musst? Und wann hast du das letzte Mal eine größere Angst überwunden? Also bei mir ist ein bisschen das Phänomen, dass ich sehr, sehr risikoreich lebe und mich immer wieder an diese Grenze herantaste. Und Mut ist Freiheit von Angst. Ja? Und jede Angst ist gelernt, meist in den ersten beiden Lebensjahren. Das heißt, sie ist uns innerlich nicht erinnerlich. Woher kommt diese Angst, die ich da habe? Die ist fast immer, alle Ängste sind gelernt. Kein Kind kommt ängstlich auf die Welt. Vieles von der Mutter gelernt. Ängstliche Mütter haben oft ängstliche Kinder, weil das Kind übernimmt direkt von der Mutter. Mut heißt frei sein von dieser Angst. Nicht angstlos, ist ja gefährlich. Ja. Ja. Also der Kammerländer sagt, einer der Top-Bergsteiger wie Ronald Messner, auf dem Weg zum Everest, die Angst lässt sich auf jeden Schritt achten. Ist also auch ein Schutz. Trotzdem kann sie auch lähmen. Angst, Angus, Angina, derselbe Wortstamm. Nicht? Und viele Menschen sind unfassbar ängstlich. So, das heißt, da wo ich spüre, ich komme an meine Grenze, den nächsten Schritt weiterzumachen. Weil der Weg aus Angst heraus geht nur durch die Angst hindurch. Ja, du kannst Konfrontationstherapien machen, das mache ich ja auch mit Menschen. Die Angst, nicht auf der Bühne zu bestehen zum Beispiel. Ja, ich treibe Leute durch den Wald, da müssen die Bäume zu quatschen mit völlig unsinnigen Themen. Einzige Spielregel, Viertelstunde nie aufhören zu reden. Da erleben Menschen, dass sie eine Viertelstunde geredet haben, ohne dass sie stottern mussten, aufhören mussten und und. Das ist für viele ein Durchbruchserlebnis. Und da gibt es natürlich einige Phänomene, wo auch ich spüre, da komme ich an eine Grenze und die möchte ich überschreiten. Also ich mache sehr viele Dinge, die mit Grenzüberschreitung zu tun haben. Okay. Vielleicht nochmal vorletzte Frage, die Täterseminare. Ja. Es gibt drei Stück, drei Stufen. Man kann nicht bei drei anfangen, sondern es geht bei eins los. Also ja, ich bin Pilot, also ich bringe es im Bild immer so. Ja. Täter 1 ist Anlauf nehmen auf der Startbahn. Ja. Da gehen wir 7 Prinzipien des erfolgreichen Handelns durch. Dann hast du Abhebegeschwindigkeit. Täter 2 ist, wie gewinne ich Höhe? Und Täter 3 ist, wie halte ich diese Höhe im Leben? Weil ich habe immer wieder festgestellt, dass in Seminaren, vor allem bei Kollegen, man sieht es ja bei anderen immer eher, das weiß ich selbst, wie Leute nach dem Seminar brutal abstürzen. Und so ist das Ganze so aufgebaut, dass genau das nicht passiert. Aber der Einstieg muss über Täter 1 erfolgen, ja. Und die Seminare sind viel Praxis, viel Erlebnis, oder wie kann man sich das vorstellen, was passiert? Ich zeige Filme, es gibt Einzellektionen, die ich halte, es gibt ganz viel Gruppenarbeit, es gibt Einzelarbeit. Wir machen Outdoor-Geschichten, also sehr, sehr variantenreich. Also gelangweilt hat sich da noch keiner. Und vor allen Dingen die Klientel ist vom 18-, 19-jährigen Studenten bis zum Vorstandsvorsitzenden. Da sind Spitzensportler zum Teil, wo die Leute, oh, dass ich den mal persönlich, die sind da ganz lieb, ja, weil sie sich natürlich im Seminar auch assimilieren. Es sind viele berühmte Leute da, aber auch ganz einfach Otto-Normalbürger. Und dieser Mix, der macht enorm viel aus. Ne? Das ist immer eine wunderschöne Atmosphäre in diesen offenen Seminaren. Im Text sieht es ein bisschen aus, als wenn das nur für Führungskräfte ist oder Verkäufer. Ja. Oder Quatsch, ist für jedermann. Toll. Also wenn ihr das lest, Täter 1 auf der Website, lasst euch da nicht erschrecken, wenn ihr meint, oh Gott, das ist ja gar nicht für einen Typ wie mich. Doch, das ist für jeden. Also ihr findet, entweder wenn ihr es jetzt bei YouTube seht, in der Videobeschreibung unten, wenn ihr es im Podcast hört, in den Shownotes, die Webseite zu Dieters Seite, also die Link zu Dieters Webseite, aber eben auch der direkte Link zu den Seminaren. Denkt nochmal dran an den Code Steffen eingeben, dann gibt es nochmal ein bisschen 150 Euro. Und es sind verschiedene Locations. Okay. Also hier in Nürnberg, hier im Schindlerhof, ist immer wunderschön gelegen im Naturpark Westerwald zwischen Köln und Frankfurt und dann eins bei Hamburg oben in der Nordheide. Okay. Also Nord, Mitte, West und Süd, genau. Alles dabei. Ja, genau. Okay, letzte Frage, die mich interessiert, die stelle ich Leuten sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, wie du darauf reagierst. Ja.
Wenn du dir, hast du eine Vorstellung, wie alt du werden möchtest? Also 100 plus 0. Ist dir egal. Völlig egal. Gehen wir mal davon aus, da triffst du den 100-jährigen, fitten, starken Dieter, der gerade von der Wüstentour wieder mal kommt. Und du hättest die Chance, mit dem jetzt, sage ich mal, so eine halbe Stunde, Stunde so ein Gespräch zu führen. Und dieser 100-jährige Dieter ist genau so, wie du sagst, so muss man mit 100 sein. Und der könnte dir jetzt 30 oder 60 Minuten ein Coaching geben oder ein Gespräch geben. Was würde der 100-jährige Dieter denn dem heute lebenden Dieter raten? Ich antworte mal mit Frank Sinatra. I traveled each and every highway, but most of all I did it my way. So, das würde er fragen. Did you do it your way? Bist du deinen Weg gegangen? War für dich der Weg das Ziel? Ja? Und vor allen Dingen, war es dein Weg? Und auf welche Frage warst du die Antwort? Welchen Beitrag hast du geleistet zu einer Welt, in der du leben möchtest? Solche Fragen würde ich mir stellen. Cool. Ich sage dir ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, mir mit eurer wunderbaren Community ein bisschen in Kontakt zu kommen. Würde mich sehr freuen, euch zu sehen. Also, wir sehen uns entweder bei mir oder vielleicht beim Dieter, meinem Seminar. Macht's gut, viel Spaß. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.